Die Tauberbischof Saimerin Beate Christmann ist zum vierten Mal deutsche Meisterin im Degenfechten. Die 33-Jährige besiegte bei den nationalen Titelkämpfen in Leipzig im Finale Alexandra Ehler aus Leverkusen mit 15:12. Der Meistertitel ist immer etwas Besonderes, sagte Christmann anschließend. Bei den Herren sicherte sich erstmals Niklas Multerer den Titel. Der Vorjahreszweite vom Heidenheimer SB setzte sich im Finale knapp gegen den Berliner Toni Kneist mit 11:10 durch. Ich freue mich, endlich Gold in der Hand zu halten, sagte 30 Jahre alte Multerer nach der Siegerehrung.